Hey Leute, ich bin Sichi und willkommen zum Let's Play von Tomb Raider, Part Nummer 15, wenn ich mich nicht irre. Wir haben das Grab untersucht, wir haben neue Waffen, uns geht es prächtig, aber wir müssen immer noch zu diesem Wrack hingehen, um diesen Alex, oder wie er heißt, Alex, beizustehen, so, weil sonst schafft er das nicht. Und dieser Dr. Whitman, dieser komische Typ, der hat Dreck am Stecken, der betrügt uns, vor allem mit dieser einen Szene, dass er so zu uns gehechelt kommt, in die Luft ballert, quasi den Feinden sagt, wo wir sind und dann hier so einen auf den tut, ja, ich wurde verfolgt. Kann ich ihm nicht abkaufen. Naja, wenn wir ja sehen, wie seine Rolle sich noch entwickeln wird. Aber ich glaube, ich lege ihn um. Was? Nein, nein, ich doch nicht. Ich bin ja nicht so jemand. Wow. Das war knapp. Wie komme ich da rüber? Oh! Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das schafft, aber ist ja auch Lara. Die kann sowas. Gut. Dann hätten wir die Mini-Nebenmission gemacht. Jetzt immer noch das Wrack erreichen. Dahin, okay. Was ist hier? Was ist das? Hügelgrabräuberin? Hä? Warum? Egal, ich frag das aber nicht. Okay, dann dahin mit uns. So, gut. Wir müssen, ups, müssen dahin. Boah. Okay. Da kann ich nicht durch. Das ist irgendwie noch, brauche ich eine andere Ausrüstung. Das klappt nicht. Ja. Naja, wir müssen eh erstmal hier entlang. Ist hier oben was? Oh ja. Gut. Ist da was? Nee. Gut. Bunker an der Klippe. Wo ist unser Freund? Und vor allem, wie ist er denn dahin gegangen? Ich meine, ist er genau den gleichen Weg gegangen wie wir? Bestimmt. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Mädchen, dein Top verschwindet bald. Nicht, dass das mich stören würde oder so, aber nur mal so gesagt. Hier ist ein Lager, aber ich brauche das erstmal nicht. Oh, ich kann hier Blumen pflücken, ja. Wie so Mädchen das machen. Ja. Gut. Sie nehmen die Endurance aus. Ja, kein Wunder, sie brauchen ja alles, was so angeschwemmt kommt. Und wenn sie sich davon ja richtig Städte erbauen, ist es ja kein Wunder. Okay. Gut. Wow. Wow. Ein Bunker. Alter, guckt euch mal bitte die Kugeln an. Das kann ich immer noch nicht benutzen. Okay. Nee, das kann ich noch nicht benutzen. Ich werde das Gefühl nicht los. Das gleich, ja, wollte gerade sagen. Sind das? Ah. Und wir zum Teufel trauen. Das gibt keine Ruhe.
Kontrolle. Sie erteilen Befehle, wir befolgen. Ohne Frage. Aber wir haben letzte Woche schon alle Tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadionsflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Ruhig halten, wir ziehen ihn raus. Was geht da oben? Ja, was geht da nur vor? Wollen wir das machen? Wollen wir das machen? Ja, wollen wir. Wow. Meine Deckung. Oh, no, Flotz. Komm alle. Lauf, Lara, lauf. Mein Gott! Bam! Zack, yo! Nein! Oh, Granatenwerfer habe ich ja noch, vergesse ich gerade. Boah, wow, shit. Da unten. Shit. Shit. Oh. Ah! Nee, da kann ich nicht hoch. Schade. Völlig egal. Geh einfach runter und lenk sie rum. Wo seid ihr? Oh nein. Shit. Komm, komm. Shit. Komm, kick ihn. Yes. Shit. Nochmal, komm, greif an. Und kick. Wo sind die letzten? Da, okay. So. Sollte jetzt erledigt sein. Alter. Nicht schlecht, Lara. Nicht schlecht. So, es gibt bestimmt viel zu sammeln jetzt. Ah, hier. Leider ist mein Gewehr fast immer leer, ey. Hier ist noch allerhand. Okay. Ist sonst noch irgendwas in der Nähe? Oh, da eine Leiche, ja. Langfinger. Sie nannten mich Langfinger. Oh, Munition. Ein Buch. Und stopp! Wenn ihr es lesen wollt, ne? Ganz einfach lesen. Also stoppen.
Yo. Das war mal wieder ein heißes Gefecht. Ich glaube, das war es erstmal. Wow. Klar geht's jetzt wieder los. Gut getroffen. Wollen auch alle zu mir. Was ist denn los? Wer schießt? In Deckung, ein Eindringling. Immer schön die Sachen holen. Okay. Gut. Habt ihr das gesehen? Die Waffe ist ganz schön effektiv. Oh fuck. Ah! Boah, war es knapp. Das war etwas riskant eben. Ah, shit, ich bin runtergefallen. Das wollte ich nicht. Oh! Wow! Wow, Lara! Nicht abkacken jetzt, nicht an so einem Bimbo. Alles klar. Das alle? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich wieder gut Munition. Und hopp. Hä? Ich habe springen gedrückt. Wieso tust du das nicht, Spiel? So, okay, jetzt bin ich aber gut wieder gefüllt. Also Munitions. Knappheit ist manchmal bei meinem Sturmgewehr, weil irgendwie finde ich zu wenig von dem, also zu wenig Schuss. Und es schießt, verschießt halt schnell. So, jetzt. Oh, ich höre Gegner. Wow. Wow. Waren das alle? Ich glaub schon. Alter Lara, was du alles machen musst, ey. Gut. Das wäre geschafft. Alex, in was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? Okay. Jedenfalls muss ich jetzt kurz Mittag essen, deswegen wird hier ein kurzer Cut sein, den werdet ihr gar nicht bemerken. Yo. Ja, ich bin wieder zurück, eben gerade schnell gegessen, aber das solltet ihr gar nicht merken eigentlich. Gut. Unser Ziel ist da drüben. Los geht's. Woohoo! Lara hat völlig recht. Immer, ne, stoppen, wenn ihr es lesen wollt. Ist ein Lagerfeuer. Ups, oh fuck! Das war nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich mit dem ballern. Ja gut. Pflücken wir Blumen, weil es so schön ist. So, Ausrüstung, da können wir mal was machen. Mir gefällt die Pistole immer mehr. Von daher gucken wir mal ein größeres Magazin. Nett. Magazin ist leichter einzulegen. Schussfrequenz erhöhen. Schüsse werden Schall genannt und die Schaden. Nee, machen wir erstmal ein größeres Magazin.
Gut. Okay. Dann runter mit uns. Oh shit. Okay. Da ist sie ja. Unser Schiff. Die Endurance. Oh, Gegner. Wow. Oh, was ist das denn für ein... Fuck! Boah, was ist das denn für ein Fetter? Boah. Das war dumm, das gebe ich zu. Was ist er denn für einer? Was bist du denn für einer, Alter? Du bist riesig und fett! Boah. Komm. Shit. Bam. Nein. Willst du noch mehr? Jetzt. Boah. Fetter Kerl. Yeah. Haha, Mini-Boss-Kampf. Steig, Klemm, Antrieb. Aha. Heranzuziehen, alles klar. Boah, der ist aber echt riesig, der Typ. Ist hier noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Nee, Bogen. Da ist noch was. Ah, ich bin schon voll. Gut. Ah, okay. Wow, das war beabsichtigt, na klar. Endurance sah schon mal besser aus. Stimmt. Willst du dir nicht was Neues anziehen? Vermutlich muss ich Lara. Wow. Yo. Wie immer, ihr wisst es ja. Stoppen. Ist hier noch irgendwas? Nein. Wow. Gut. Runter. Du bist unser Freund. Wow.
Alex! Uhu! Da vorne ist er. Bist du das? Lara, wow. Heilige Scheiße, was machst du hier? Was ist los? Bist du okay? Ich sitze hier unten fest. Es sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert. Aber mit dem Frachthaken kriege ich das hin. Halte durch, okay? Ich hol dich da raus. Okay, aber lass dir nicht zu viel Zeit. Dem Frachthaken. Lara, der Haken ist doch an deiner Schiene. Vielleicht kannst du da was machen. Ah. Verdammt. Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie darauf, um sie freizukriegen. Wo war der? Und ziehen. Wow. Ah. Ich will da ran. Ich will nicht so hart ziehen daran. Okay. Ich möchte das eigentlich irgendwie dahin bringen. Wir müssen an diese Leiter hoch. Was jetzt passiert. Na ja, klar. Das müsste eigentlich mal hier hin, aber wie mache ich das? Wow. Ich müsste das ziehen. Ja, die sehe ich auch. Naja, okay, machen wir es nochmal. Ja, dahin muss ich, dahin. Wie schaffe ich das? Moment, bin ich gerade zu doof dafür? Wie kann ich dieses Ding vertikal bewegen? Also ich kann es ja so bewegen. Ist ja klar. Dann bewegt sich das. Geht das so rüber? Wie kriege ich das hin, dass es jetzt hier hinkommt? Also zu mir. Wie muss ich denn da stehen dann? Jetzt so? Funktioniert nicht. Nein, so geht's nicht. Oh, habe ich denn überhaupt alles hier? Sehe ich denn alles? Ja, eigentlich schon. Ich möchte eigentlich nicht, dass es ganz nach hinten kommt. Es sollte eigentlich, ich weiß nicht, nur teils rüber. Falsche Position. Ja, ich weiß. Ich muss da rauf. Und wenn das hier ist, dann schaffe ich es auch nicht. Gut. Michi scheitert an einer einfachen Aufgabe, deswegen beende ich es auch erstmal hier mit diesem Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ja Leute, ich bin Michi und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao!